18 Kilogramm, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Seid ihr schon mal Light EMTB gefahren? Ich nämlich noch nicht. Und genau deshalb wollen wir das heute mal machen. Und dafür habe ich mir das Orbea Rise M10 Modelljahr 2021 ausgeliehen. 18 Kilogramm ohne Pedal laut Hersteller. Und wie sich das jetzt so anfühlt und wie die Experience so ist, ein Light EMTB zu fahren, werden wir genau jetzt zusammen herausfinden. Das Fahrrad ist wirklich leicht, zumindest gegenüber meinem ganz normalen EMTB, was ich sonst so fahre. Ich stelle euch das Fahrrad und die Komponenten jetzt noch kurz näher vor und dann würde ich sagen, schwingen wir uns auch gleich mal aufs Bike. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Anschauen von dem Video. Ja, liebe Zuschauer, im Orbea Rise M10 Modelljahr 2021 kommt der auf 60 Newtonmeter gedrosselte Shimano EP8 RS zum Einsatz. Der fest im Unterrohr verbaute Akku besitzt 360 Wattstunden, wiegt nur 2,2 Kilogramm und gehört somit zu den leichtesten und schlanksten Akkus auf dem Markt. Durch das 1,5-Prinzip sollen allerdings Fahrzeiten und Reichweiten wie bei herkömmlichen E-Bikes mit einem 540 Wattstunden Akku möglich sein. Orbea behauptet, dass sie durch das geringere Gewicht, den niedrigen Energieverbrauch und eine dem Krafteinsatz des Fahrers angepasste Unterstützung die Ausdauer des Akkus auf das mehr als anderthalbfache erhöhen können. Der Rahmen des Orbea Rise M10 ist natürlich komplett aus Carbon gefertigt. Auf ein Display hat Orbea bei diesem Modell allerdings verzichtet. Es gibt lediglich ein kleines Kästchen mit zwei LEDs, die die Unterstützungsstufe sowie den Akkustand anzeigen. Für den puristischen Look sorgt die minimalistische Bedieneinheit am Lenker. Mit dieser kann die gewünschte Unterstützungsstufe gewählt werden. An der Front kommt eine Fox 36er Float Factory Grip 2 Kashima beschichtet mit 150 mm Federweg zum Einsatz. Und am Heck ist der Fox DPX 2 Factory Dämpfer auch Kashima beschichtet mit 140 mm Federweg verbaut. Bremsen und Schaltung kommen aus der Shimano XT-Reihe. Kette und Kassette liegen auf dem SLX-Niveau. Auf den 29er Laufrädern von Raceface liegen Maxxis Reifen. Vorne der Minion DR2 und hinten der Maxxis Dissector. Beide 2,4 Zoll breit. Ja, in Summe also durchaus eine potente Ausstattung und wie sich das Ganze nun anfühlt zu fahren, werden wir genau jetzt herausfinden. Liebe Zuschauer, wir befinden uns hier im Seepark in Freiburg und wollen jetzt von hier an den ca. 14 Kilometer entfernten Hexentrail fahren. Wie ihr sehen könnt, haben wir an dem Orbea Rise kein Display verbaut. Und ja, um zumindest ein paar Daten zu haben, werde ich die Strecke mal versuchen mit Trailfox aufzuzeichnen. Wir haben das bereits gestartet und ja, da würde ich sagen, schwingen wir uns jetzt mal aufs Bike und fahren los. Wir hören die Kiste mal an. Hier auf diesen Knopf drücken, es leuchtet dann blau. Man sieht es jetzt natürlich schlecht, so vielleicht. Genau. Würde ich sagen, starten wir durch. 30 Grad heute in Freiburg, Leute. 30 Grad Sonnenschein, perfektes Wetter. Ja, ich denke, ihr könnt es jetzt sehen, wir haben kein Display an dem Fahrrad verbaut. Nur vorne, ja, so ein kleines Kästchen mit einer LED. Die grüne LED sagt aus, dass der Akku noch zu 80 bis 100% geladen ist. Wir haben hier links nur so einen kleinen Kippschalter und über den wählt ihr die Unterstützungsstufe. Ich weiß nicht, ob man die blaue LED sehen kann. Wir fahren jetzt auf jeden Fall im Eco-Modus. Wir müssen jetzt erstmal Richtung Freiburg-Wiehre pedalieren. Von Wiehre nach Günterstal. Und von Günterstal können wir dann in den Wald einsteigen. Ich bin gespannt, wie sich das Fahrrad verhält. Ich habe es ja gestern, als ich es vom Händler abgeholt habe, also dort, wo ich es ausgeliehen habe, da bin ich es ja schon gefahren und bisher fährt sich super. Die Frage ist, wie verhält sich es jetzt beim Uphill im Wald? Ja, reicht mir da die Unterstützung? Wie weit komme ich? Ich habe jetzt hier berghoch mal die zweite Unterstützungsstufe geschaltet. Das geht immer noch gut. Was mir natürlich von Anfang an aufgefallen ist, ist, dass der Motor erstens sehr leise ist und die Entkopplung bei 25 km/h ist so gut wie nicht spürbar. Also das Fahrrad fährt sich echt wie ein Enduro-Fahrrad ohne Motor. Ja, man merkt einfach das Gewicht von dem Fahrrad, da braucht es gar nicht so viel Unterstützung, trotz der Enduro-Bereifung. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie sich das Fahrrad im Wald verhält. Wir schalten jetzt deshalb mal in die höchste Unterstützungsstufe. So, wir sind hier in den Wald eingestiegen. Also es geht vorwärts, aber man kann sofort sagen, mit einem Bosch-Motor mit 85 Newtonmeter den Berg hochzufahren, das ist doch was anderes. Das kann ich schon mal sagen. Puh, das Fahrrad rollt wie eine Eins. Und vor allem finde ich die Entkopplung wirklich super. Also man merkt eigentlich rein gar nichts und kann jetzt hier richtig schön Gas geben.
bremst nichts. Ja. Also man hat nicht das Gefühl, gegen eine Wand zu treten. Das ist, wie gesagt, vom Gefühl mehr wie ein Bio-Enduro zu fahren. So, ich habe jetzt die stärkste Unterstützungsstufe gewählt und wage mich jetzt hier an den Uphill hoch zum Hexentrail. Also was man direkt sagen kann, es ist natürlich kein Bosch-Motor mit 85 Newtonmeter. Der Motor schiebt längst nicht so, wie ich es von meinem E-Mountainbike gewohnt bin. Aber das ist ja auch nur ein Light-EMTB und dafür, dass wir weniger Power haben, haben wir halt ein leichteres Fahrrad. Also ist schon ganz schön sportlich, selbst bei voller Unterstützung, aber es geht. Also man spürt den Unterschied wirklich deutlich, es ist ein ganz anderes Fahrgefühl mit dem Light-EMTB. Ihr müsst zwar ein bisschen mehr treten, ein bisschen mehr Kraft aufwenden, aber und fahrt somit auch langsamer hier hoch, aber auch chilliger. Ja. Mit meinem Bosch-Motor mit 85 Newtonmeter könnte ich jetzt hier hochbrettern und so, ja, kämpfe ich mich eher langsam hier hoch, um mich nicht komplett zu verausgaben. Und von der Unterstützung her ist es, würde ich sage ich mal, ausreichend. Also für mich kann es natürlich auch immer mehr sein, aber ja, es geht. Ihr seht, ich komme vorwärts und umso höher die Trittfrequenz ist, umso mehr unterstützt der Motor auch nochmal. Aber das benötigt halt jede Menge Eigenenergie. Beim Anfahren reagiert der Motor auch sehr feinfühlig, finde ich. Ich finde überhaupt nicht ruckelig oder ruckartig. Das ist wirklich ganz angenehm. Ich glaube, ich muss mal den Shimano EP8 mit 85 Newtonmetern fahren. Ja, gefühlt fahre ich nicht schneller als vielleicht 12 km/h. Fühlt sich fast an wie normales Fahrradfahren. Einfach mit leichter Unterstützung. Light-EMTB eben. Also wenn man Power in den Beinen hat und ordentlich reintreten kann, dann ja, geht schon auch leicht bergauf, recht zügig voran. Das ist schon so. Aber das kostet halt jede Menge Kraft. Ne? Da muss man einfach ja, die entsprechenden Muskeln parat haben. Oder bilden. Je nachdem. Kilo geht noch gut. Geschultert. Machen hier mal ein kurzes Päuschen. Könnt ihr das hören? Ich nämlich auch nicht. Denn man hört nämlich nichts. Das ist der Leerlauf. So, würde ich sagen, fahren wir los. Hexentrail mit dem ORB Arise M10 2021. Nice. Die ersten paar Meter fühlen sich gut an.
Läuft mit dem Fahrrad, läuft. Nehmen wir blau. Erstmal nehmen wir rot. Oh yes! So, hier geht's rein in die nächste Sektion. Mexiko. Also ich muss sagen, bisher vom Charakter Downhill auf dem Trail gefällt mir das Fahrrad sehr gut. Gefällt mir wirklich sehr gut. Es fährt sich total leicht, nicht so schwer. Ich fühle mich agiler, fühle mich auch sicher, muss ich sagen, den Shimano-Bremsen, den XT, was ich von meinem anderen IMTB nicht hatte, an meinem Cube SL vom letzten Jahr. Ich kann es schön laufen lassen hier. Hei, hei, hei. Ha, wenigstens ein bisschen Abkühlung. Yes, also Downhill macht das Fahrrad wirklich Spaß. Ich fühle mich agil und sicher und ja, es rollt richtig gut, man kann es richtig laufen lassen. Ich finde es richtig geil. So, Daniels Gedenkwand. Mal gucken, was die heute für uns parat hat. Okay. Sektion 5 vom Hexentrail. Harte Stütze runter und gleich hier rein mit dem Kanal. Nice, Mann. Gut aufpassen. Hier erstmal. Es läuft da hervorragend. Ich glaube, hier unten gibt es noch eine neue Sektion. Eine neue Ausfahrt, genau, vom nächsten Schritt. Yes, Mann. Wow.
Check, Mann. So, wir sind jetzt den Hexentrail mit dem Orbea Rise M10 gefahren. War super, muss sagen, Downhill gefällt mir das Fahrrad sehr gut, hat einen sehr guten Charakter auf dem Trail. Hab mich jederzeit stets sicher und agil gefühlt. So, da bin ich mal gespannt, ob ich das Fahrrad hier verbinden kann. Würde mich mal interessieren, wie viel Akku ich noch habe. Nichts gefunden, ne? So Leute, da es kein Display gibt, habe ich mal kurz mein Smartphone montiert, um euch mal zu zeigen. Seht ihr, wie schnell ich beschleunigen kann? Auch weit über 25. Ich trete hier wirklich gerade gechillt, gerade an der Entkopplungsgrenze. Und hört ihr das Fahrrad? Ihr hört oder den Motor? Jetzt hört man den Motor ganz leise. Bei 22 km/h, gut laut GPS. Also der Motor ist wirklich sehr leise. Das gefällt mir auch gut, wobei mich das bei meinem Bosch jetzt nicht unbedingt stört. Ja, meine Beine werden jetzt allerdings schon ziemlich müde, muss ich sagen. Also wenn ich mit meinem normalen E-Mountainbike unterwegs gewesen wäre, wäre ich glaube noch nicht so müde. Gut, die Hitze schlaucht auch ziemlich, 32 Grad mittlerweile. Mich würde ja wirklich mal interessieren, wie viel Akku ich jetzt noch habe, weil ich bin jetzt die Mehrheit doch in der vollsten Unterstützungsstufe gefahren und das grüne Lämpchen an der Batterie leuchtet immer noch. Denn der Händler hat mir gesagt, solange die grüne LED innerhalb des Akkusymbols leuchtet, haben wir mindestens 80% Akku. Das wäre ja geil, wenn es so wäre. Schade, dass ich es nicht auslesen kann. Ich wüsste zumindest jetzt nicht wie. Ich habe mir zwei Shimano-Apps runtergeladen, aber ich konnte das Fahrrad nicht damit verbinden via Bluetooth. Trotzdem, wenn man mehr treten muss, fährt sich es irgendwie einfach leicht. Im Gegensatz zu einem ganz normalen IMTB. Also das Gewicht ist wirklich so deutlich spürbar. Das ist ein ganz anderes Fahrgefühl. Trotz der Enduro-Bereifung fühlt sich das Fahrrad an für mich wie so ein Tourenfahrrad, weil es sich viel leichter als mein normales IMTB fahren lässt auf der Geraden. Also es ist wirklich gechillt, Mann. Im Sprinten seid ihr mit dem Fahrrad natürlich auch klar im Vorteil, weil es fährt sich viel spritziger. Ja, viel spritziger. So, jetzt sind wir gleich wieder im Seepark und zurück. Die letzten paar Meter. So, wir sind zurück. Wir sind insgesamt 25 Kilometer gefahren und haben 650 Höhenmeter gemacht. Das Ganze mit dem Orbea Rise M10, Modelljahr 2021. Hat super Spaß gemacht und ja, ich fahre jetzt noch nach Hause und dann gibt es noch ein Fazit zu dem Fahrrad. Ja, liebe Zuschauer, das ausgeliehene Orbea Rise M10 musste ich natürlich wieder retournieren. Es hat auf jeden Fall riesigen Spaß gemacht, das Bike zu fahren und die Experience Light EMTB zu machen. Das 1,5 Konzept von Orbea, bestehend aus dem Motor mit weniger Unterstützung, sprich nur mit 60 Newtonmeter, mit einem kleineren Akku, sprich nur mit 360 Wattstunden und somit Gewichtsreduktion, sowie durch mehr Eigenleistung, wurde, wie ich finde, sehr gelungen umgesetzt. Durch die Wahl der hochwertigen Komponenten fährt sich das Light EMTB fast wie ein normales Enduro-Bike. Auf der Geraden, Uphill und Downhill fährt sich das Bike wirklich sehr leicht, agil und spritzig. Man hat nicht wie bei einem normalen E-Mountainbike ab 25 km/h das Gefühl, gegen eine Wand treten zu müssen. Ganz im Gegenteil sogar, ich konnte auf der Geraden problemlos bis weit über 40 km/h beschleunigen. Natürlich spürt man uphill deutlich den Unterschied zu einem normalen IMTB mit in der Regel 85 Newtonmeter. Hier kommt spürbar weniger Kraft und somit Schub vom Motor und das muss natürlich dann durch Eigenleistung kompensiert werden. Wer sein E-Mountainbike viel und gerne auch bergauf im Eco- oder Tourmodus fährt und es etwas sportlicher braucht, der sollte sich also auf jeden Fall mal ein Light IMTB genauer anschauen, denn die Vorteile von einem leichteren Fahrrad liegen klar auf der Hand. Dass es bei dem doch stolzen Preis von 8000 Euro nicht mal für ein Display gereicht hat und der Akku nicht entnehmbar ist, sind einige wenige Kritikpunkte, die mir bei dem Test aufgefallen sind. Ja, wie viel Akku wir jetzt auf der 25 Kilometer langen Teststrecke sowie für die Fahrt vom Händler und zurück, das waren nochmal 16 Kilometer, wirklich benötigt haben,
Kann ich leider nicht sagen. Die LED für die Akkustandsanzeige leuchtete jedenfalls noch grün, als ich das Fahrrad beim Händler zurückgegeben habe. Und das, obwohl ich die meiste Zeit in der vollen Unterstützungsstufe gefahren bin und auf der Trailtour ja auch noch 654 Höhenmeter gemacht habe. Auf der Geraden rollt das Fahrrad wirklich wie eine 1. Es sollte also kein Problem sein, jederzeit noch damit nach Hause zu kommen, auch wenn der Akku leer geht. So, liebe Zuschauer, das war mein Fazit zum Orbea Rise M10 Modelljahr 2021. Nach einem sehr kurzen, aber auch sehr heißen Testtag. Mir ist bewusst, dass ja, diese kurze Zeit und meine Tests diesem Fahrrad mit all seinen Möglichkeiten natürlich nicht gerecht wird. Zu guter Letzt würde mich noch interessieren, ob ihr Light-EMTB fahrt und wenn ja, welches. Oder ob ihr plant, demnächst eins anzuschaffen. Lasst mich wissen und schreibt es gerne unten in die Kommentare. Ja, und jetzt hoffe ich, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns zum nächsten wieder. Bis dahin, macht's gut, eine schöne Zeme und ciao, ciao.